Und weiter geht die Action. Dein Symbol ist im Arsch. La, 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 la. Ja, allgemein, nimm halt den anderen dann. Er ist verschwunden, ja. Er will nimmer. Ja, schau dich halt um. Weißt, ich hab den Char nur für euch gemacht, Alter, und ich kann nicht mit euch spielen. Das ist voll für den Arsch. Ich hab seit ein paar Wochen seine Kunst. Ist das, weil dein deutsches Telekom-Internet kaputt ist? Nein, das oh, ist ja. Ich kann mit anderen Spielern spielen, nur nicht. Weißt Österreicher du, nicht. Das Spiel ist so viel leichter, wenn du da einfach reinrennst und dir denkst, YOLO! Ring oder ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, wer ist das? Symbol. Rexen. Wer ist Rexen, Alter? Fuck. Nimm ihn einfach, scheißegal. Ja, ja, Rexen, gib ihm, Alter. Komm her, Rexen, Alter, wir gehen da jetzt rein, checkern. Oh, Rexen, du... Oh, Rexen ist da. Komm, Rexen, gehen wir da jetzt rein. Ich werde, du bist so unfähig, Alter. Wenn du so unfähig bist, ich schwöre dir, Alter. Als bringt 70. Das Symbol des Rexen Königs kommt, in ja. Euren Besitz. Okay. Symbol des Königs? Das ist später. Das heißt, ich kann hier noch gar nicht weiter, weil ich bin hier reingegangen. Nein. Ja, ich weiß. Aber Rexen, tanken. Wo ist Rexen? Rexen, was machst du? Du bist so ein Schweineficker, Alter. Der ist hinten gerannt, gell? Ja, er ist gleich weg, Alter. Ich hätte urgankt, oder? Gibt's hier ungefähr eine Wegweisung, die du mir geben kannst? Ja, ich bin schon tot, Alter. Danke, Rex. Weil ich hab den Riesen habe ich jetzt tötet, aber jetzt okay. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich erkläre dir kurz den Weg. Andi, du gehst jetzt da, wo das Lagerfeuer hochführt, die Leiter, kennst du ja, gell? Ja. Ist ja nach unten, genau. Geh mal durch die Tür, die du aufgemacht hast. Ja? Okay. Dann geht's doch runter mit dem Dingsbums zum Boss, das weiß ich ja noch. Ja, ja. Aber da nicht. Du läufst den geradeaus Gang weiter. Okay. Genau. Links war der Lizard, aber den Gang auch nicht nehmen. Rechts, also durch die Tunnel durch, da sind zwei Ritter. Besiegt die zwei Ritter. Ja, die stechen mich gerade ab. Oh. Ja, pass auf, die sind echte Arschlöcher. Also, weißt du, nicht mal mit. Ich hätte da volle Welt allein reinrennen sollen, aber nein, ich habe auf Rexen gewartet und bin erst recht gestorben, Alter, weil er der Urhuren. Mach alleine dann, komm, geh alleine. Ja, ich bin fünfmal besser dran, Alter. Ja, ist wenn ich okay. Irgendwas hier warst mache. Du auch vorhin alleine? Warum hast du ihn nicht selber tanken können dann, Klugscheißerchen? Ja, weil ich extra zu dem Ding hingerannt bin, zu dieser komischen Scheiße, weil ich. Ja, aber. Abfeuern soll, aber nein, er ist ja mit dem Viech herkommen, damit gestorben. Soldatenschlüssel benutzt. Ihn, ah, okay. Spieler in dem Spiel kannst du drauf scheißen auf die jetzt Leute. Geht da irgendwie eine Treppe rauf. Andi, hast du die zwei besiegt? Ja, ich bin jetzt durch so eine Türgang, wo Soldatenschlüssel. Genau, super. Das ist der zweite Boss. Besiegt die zwei Ritter hier, dann gehst du weiter hoch. Bis zur Nebeltür. Wie gesagt, mein Zeichen ist da, vielleicht hast du mehr Glück. Mehr kann ich nicht sagen. Also. Eieiei, der nervt. Geh. So. Jetzt muss ich jetzt schon Estus Flakon verwenden. Ja. Blöde Speerhaberer, die sind total nervig, oder? Ja, die sind. Die verstecken sich hinterm Schild und hauen die ganze Zeit diese Wichser. Ja, es ist schon wie in Dark Souls 1, aber ich weiß nicht. Es gibt schon Möglichkeiten. Nein, es ist echt. Das Kampfsystem hier ist besser, weil ich weiß beide Spiele ganz genau. Ich hab für dieses Spiel, glaube ich, 300 Stunden und für Dark Souls 1 habe ich auch 300 Stunden gespielt. Und das Kampfsystem hier ist viel besser. Da ist zwar eine Nebelwand, aber dein Namen sehe ich. Achso, da oben kann man noch was looten. Ja, wenn mein. Nee, ist okay, wenn mein Name nicht hieß. Wenn du menschlich bist, versuch einen zu beschwören am besten. Lieber. Na, da ist überhaupt nichts. Da pickt überhaupt nichts am Boden. Okay, das ist sehr schlecht eigentlich. Das ist sehr schlecht. Der Ring aber hat uns nicht viel gebracht. Nein, allgemein. Ja, zieh halt den Ring aus dann. Komm, zieh halt den Ring aus. Siehst du da voll recht, oder? Deswegen habe ich keine Ahnung. Jetzt spawnen die ganzen Namen am Boden. Echt? So ein Scheißdreck, Alter. Hallo? Siehst du was Goldenes? Nope. Okay. Bist du sicher, dass du online bist, Havara?
Ich bin online, Alter. A Gay Shark, oder? Das heißt ein Spieler A Gay Shark. Gay Shark. Den rufe ich jetzt. Der ist cool. Ja, ne. Ja, der ruft Spieler, die sind voll useless, Alter. Hallo. Dieser Ring ist echt für den Arsch. Ist jetzt das drauf kommen? Ja, for real, Alter. Ich hab die irgendwie beschwört, aber es ist nichts passiert. Ich hab. Warte ab. Entweder steht gleich Fail oder. Oh, Andi. Ja? Ich hab mein Zeichen auch dahin gemacht. Fast vor der Nebelwand. Aber vielleicht dauert's noch kurz. Ich schau halt etwas Goldenes oder halt ihn. Also, habt ihr noch immer eure komischen Ringe an oder was? Nein, ich hab's aus. Fast vor der Nebelwand, ich. Also. Also, neben der Nebelwand ist dieser halbrunde Torbogen, der zerbrochene, und fast da davor ist es. Aber wurscht, wenn du es nicht hast, ist egal, Sierra, dann gehe ich alleine ran. Hofsymbol, Guckig. Lamp. Meint es Bianca Ugur oder halt Shadowheart? Ich bin mir nicht sicher, was ich bin. Blanca Ugur? Bianca. Ich werde aus einem gerufen, Anna. Rufst du mich gerade? Na, das bin ich dich. Aber ich werde hier nicht. Zwei sogar, da komm schon, geh. Rufen fehlgeschlagen, dieses Rufsymbol wurde bereits blau. Dragon Tooth. Symbol ist verschwunden. Oh, Sierra. Also ich weiß nicht. Das Beschwörungssystem. Sierra habe ich beschwören können. Ah, okay. Ja, wenn es rufen sehr viele Leute und so, und das ist halt die Sache. Es kann sein, dass er sagt, hey. Oh, er will mich holen, oder? Warum will er mich holen als erstes, oder? Ah, okay, ich werde hier rufen. Geht's die nimm einfach einen, scheißegal, nimm einfach einen und los geht's. Nimm den zweiten. Und dann geht rein und zerlegt ihn. Ich bin schon. Oh, das ist ein fettes Schwert. Achso, das ist dieser Ritter, den was ich vorhin hätte schon anmotzen können. Krieg ich seine Waffe? Ja, wenn du seine Seele opferst, dann kannst du seine Waffe oder sein Schild nehmen, je nachdem was du willst. Wenn sein kackiges Schild will ich nicht, sein Schwert will ich haben. Geh weg von mir, Alter, du bist ein Josef, Alter. Jetzt sterbe ich auch noch, weil der Trottel das nicht zu mir holt, Alter. Wow, die sind. Tod ist er, Alter, auf die reguläre Art, Alter. Keiner gibt ihm einen Scheiß auf diese Armbrustdinger, Alter. Oh, einer von denen ist schon tot. ja, der ist nur weiß, Alter. Aufgabe erfüllt, ihr kehrt in eure Welt zu. Toll, ich hab den nicht mal bei mir. Zeichen der Treue, was ist das? Ja, dass du geholfen hast. Sauber. Kriegst du ein Zeichen der Treue. So sieht man das gar nicht so schnell. Ah, jetzt bin ich Mensch, genau. Oh! Das ist ja hart, Alter. Und besiegt. Alter, ich kann hier ur viele Leute rufen, ohne Scheiße. Ich hab zweimal geschossen mit dem Armbrust tot. Und die haben getankt. Wie gesagt, es geht ohne Probleme. Ohne Scheiß, einer hat bei uns ist immer vor ihm gestanden und die anderen haben einfach drauf gehabt, der war urschnell tot, Alter. Wow. Ah, der ist echt nicht easy, der Boss, der haut schon ziemlich drauf. Ja, meine ich ja. Bin ich froh, dass ich ein großes Schild habe. Das ist eigentlich nicht machbar mit unserem Level. Echt nicht? Nein, entweder du musst die Armbrüste benutzen, das ist halt der Trick. Das ist dann nur machbar, oder du musst also aufleveln und wieder zurückkommen, also, weil sonst geht's nicht. Solo ist nicht machbar. Ich habe mit meinem Champion-Charakter, also da kannst du keine Hilfe rufen und die Viecher machen mehr Schaden auf dich. Du machst weniger Schaden und der Gegner macht auch nur mehr Schaden auf dich. Ring der Klingen. Und mit dem musst du dich aufleveln und später kommen. Ah, also. Du bist ein Eich, Alter. Irgendwie seid ihr wieder leise, ich versteh's nicht.
Hast du besiegt? Okay. Erhöht körperliche Angriffe. Was meinst so, du? So, bitte. Andi, Marian, du musst noch den besiegen, oder? Ja, ja, ich bin gerade da. Okay. Andi, ich erkläre dir kurz mal. Du bist doch noch beim Bossraum, gell? Ja, ja. Okay, warte mal kurz. Geh mal, da ist so ein Durchgang. Geh mal nach hinten, da ist so ein Riese, der gestorben ist. Siehst du ihn hinten? Weiß nicht, warte mal, ich geh kurz durch. Ja. Genau. Geh mal zu ihm da hinten. Und dann führt so eine Treppe nach oben, zu einem Nest. Bitte nicht den Nest benutzen. Bei dem Riesen eine Treppe? Ja, es geht so eine Treppe. Rechts geht so eine Treppe nach oben. Ach, da. Bin schon komplett blind. Okay. Da ist das Nest. Ja. So. Das benutzt du später. Alter. Aber da siehst du auch das Riesenloch, gell? Wenn du jetzt wieder runtergehst. Da ist doch so ein Riesenloch. Ja. Da kannst du runterjumpen. Siehst du das? So auf eine Plattform. Ja. Spring mal runter da. Ja. Da ist eine Leiche dort. Nimm die Leiche, nimm die aus halt. Da unten ist eine Leiche. Achso, wenn ich weiter runterspringe, ja. Ja, ja, weiter runterspringen, da ist eine Leiche. Was? Dragen-like-Schwert, Dragen-like-Shield. Genau. Kettenhemd. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Du redest gerade nach dem Boss, gell? Wo der Andi ist. Ja, nach dem Boss. Ja, bist du fertig? Ja, ja, ich hab ihn auch schon. Okay, da ist so ein Riesenloch, gell? Ja, nach unten. Ja, spring mal da runter. Aber pass auf bitte, dass du nicht in den Abgrund springst. Da ist eine Leiche. Wenn du versuch mal die Leiche da zu finden. Ja, ja, habe ich schon. Okay. Das ist eine gute Rüstung für den Anfang. Und das Schild ist einer der besten Schild, also leichten Schilde. Oh, das Schwert kann ich noch gar nicht tragen. Wie komme ich hier wieder raus? Einfach da runterhupfen, oder? Einfach nach unten und dann müsst ihr den Gang wieder nach oben zum Boss nehmen. Und dann nehmt ihr die benutze die Nester. Da ist den Nest, was du gesehen hast, Andi. Boah, dann, das Zeug ist so schwer. Ja, das ist schwer. Das, also, wenn du das Nest benutzt, dann kommst du mit dem Adler zu einem anderen Area. Der fliegt dich dorthin automatisch. Ich kann das noch nicht wirklich tragen, das Zeug, weil sonst. Boah. Nimm das Schild aber, das Schild ist besser. Ja, kann ich dabei auch noch nicht wirklich tragen. Warum nicht? Ja, weil das 16 Stärke wird. Wie viel? 16 Stärke? Na. Als Ritter. Komisch. Alter, ich hab sogar 19 Stärke, oder? Was hast du da benutzt, Alter? Was machst du für Werte? Ja, ich mach für fette Schwerter. Nein, nein, ich meine nicht du, ich meine Andi. Ja, bisschen Konstitution, Vitalität, Stärke, Geschicklichkeit, so hin und her. Nee. Halt, Geschicklichkeit weniger. Wenn du Ritter spielen willst, nimm Stärke. Ja, es ist im Endeffekt, kommt es ja alles irgendwie zusammen. Ja, du kannst ja immer wieder resetten. Das war's da jetzt in der Umgebung hier so eigentlich. Ja, da gibt's noch ein paar Sachen, aber eigentlich war's das jetzt schon. Okay. Benutzt das Nest bitte? Ich? Ja. Ach so, ne, muss ich wieder zurück. Ja, zum Bossraum wieder zurück und dann durch den Gang wieder durch. Aber so nicht runterspringen, sondern das Nest benutzen. Sonst gibt's hier nichts, dieser komische Baum, der ausschaut wie so ein Untoter. Nee, der gibt dir nichts. Momentan nichts. Später. Momentan ist da nichts. Okay, ich geh zum Nest und scheiß da rein. Ja, scheiß mal rein und dann kommt und der Adler und verprügelt dich. Don't crap on my children! Jetzt hat er mich mitgenommen. Scheiße, ich soll langsam zum Baumax fahren, Alter. Erst dann, ich hol mich mit dem Auto ab. Ganz vergessen. Und schon, Alter. Ich will da nicht öffentlich fahren, Alter. Was ist das, Alter? Wenn du bei dem neuen Gebiet bist, Marian, ist ein Lagerfeuer dort. Benutze das Lagerfeuer und ich sehe sogar in meiner Cut-Sequenz, wie ich dort gelandet bin, 870 verschiedene Rufsymbole am Boden, Alter. Was? Leuchtfeuer entzünden, gell? Ja. Ja, ja. Und Majula und level dich auf. Ich level mich auf, Junge, ey, beruhig dich, Majula. Wo bin ich dann eigentlich hier? Bin ich in der verlorenen Festung, nehme ich mal stark an. Es sind überall Rufsymbole, ne? So. Andi die kann so machen. Verlorene Festung. Und mit Ausdauer kann ich dann eben schwere Sachen so auch dran, gell? Nein, Ausdauer ist nur, dass du mehr Ausdauer hast. Ja, was ist dann mehr Ding? Stärke einfach nur, oder was? Das ist das dritte Wert. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich spiele jetzt auf Englisch gerade. Belastung.
Belastung oder so, ja. Vitality ist bei mir. Und bei euch halt Belastung. Mal alles auf Belastung, Alter, YOLO. Da könnt ihr halt schwerere Sachen benutzen, ohne dass ihr Fat Roll bekommt. Und ich bin wieder menschlich. Yay! So, jetzt habe ich 20 Stärke. Was habe ich daneben noch braucht? So, schauen wir mal, was kann ich jetzt Cooles machen. Ach so, kann ich nicht meinen Trank pimpen? Ah, verdammt. Dann drücke ich einfach da drauf. Achso, ich brauche 25 Stärke und 20 Hand. Ich schätze mal, das ist Geschicklichkeit. Für was denn? Ja, für das Schwert. Was für ein Schwert? Das, was ich da bekomme. Ah, das Dragon Lake Schwert ist scheiße. Ja, ich brauch's trotzdem irgendwo die Stats. Schätze ich. Ja, auch. Ja. Ja, ist, du musst halt sagen, also du musst halt schauen, was du machen willst. Welche Waffe, in welche Richtung. Du hast viel zu wenig YOLO, Indianer. Nein, Alter. Ich hab ganz viel YOLO. Du bist ja so ein. ein Swagman, oder? Nur was erst, mich aber antwort- wie viel Prozent ist da okay, wenn ich da jetzt auf der rechten Seite schaue? Das neue Equip ist urgut, aber urschwer. 70% ist noch okay. Okay. Ich bin auf 91. Okay, wenn ich das. Andi, es ist egal, dann kassierst du einfach. Aber du kassierst weniger. Ist wurscht. Ist trotzdem gut. So, jetzt schauen wir dann noch ein bisschen. Also, ich hab keinen Helm bekommen, oder? Nein, war keiner dabei. Den Helm kriegst du später erst. Ah, oh, awesome. Ich hab das komplette Equip und hab genau 67,7%, oder? Das ist noch im sexy Bereich, oder? Ja, ja. Dafür bin ich jetzt urlangsam, oder? Marian, du bist jetzt dort. Ich glaube, nee, eine Sache fehlt dir da noch. Wenn du willst, ja. Kommt drauf an, was für eine Sache das ist. Wenn das irgendein useless Shit ist, will ich das gar nicht haben, oder? Du kannst das Haus in Manchula aufmachen. Kriegst du das? Oh, ja, das war ja eine Fassbombe, die ich da runterkickt habe. Bäm, die ganzen Raum zerstört. Gehst du da den Weg weiter? Ja, ich bin da entlang gegangen und dann ist da so eine Fass, so ein Fass gewesen, habe ich runtergekickt und hat das unten alles killt. Da ist ein Lagerfeuer, nimm das. Hab ich schon. Wo bist du? Da bist du dort. Das ist jetzt beim zweiten Schmied. Du bist beim zweiten Schmied. Andi, aber ich würde an deiner Stelle nochmal wieder zurückgehen. Ja, ja, ich wollte mich nur umschauen. Ja, ja. Da gibt's Kisten und so. Ja, nimm die Kisten, das ist der tote Schmied. Silberner Schlangenring. Silberner Schlangenring, das ist der mit die XP, ha? Huh? Ja. Wo bist du weitergegangen? Gefallene Kinder gerade? Oder bist du beim. Ja, beim Lagerfeuer ist er weitergegangen. Nur, wie gesagt, wenn du die Villa aufmachen willst in Manchula, müsst ihr noch einen NPC befreien. Ja, ja, aber was ist da drinnen? Da ist ein Item, wo du deine Statuspunkte wieder erneuern, also neu machen kannst. Beispielsweise Menschlichkeit ist da unten drin. Und solche Sachen. Das sind wichtige Sachen. Ja, ich spüre mich da mal ein bisschen weiter. Wow, wer ist denn der große Typ da? Jesus Maria, der hat einen Lanze in der Hand. Erst wie hast du die Items suchen können, ohne den großen zu slappen, oder? Da kann ich jetzt sonst nirgends raus hier. Oh ja, da kann man irgendwo auf einen schmalen Pfad an der Wand entlang gehen. Genau. For reals, oder? Mhm. Wo ist das? Alter? Schmalen Pfad. Man merkt es nicht sofort, aber ja, da ist ein Weg. Ich muss gerade herausfinden, wo ich lang muss. Okay, da ist eine Stahltür. Ah, ja. Die Hunde dort droppen Menschenbild, gell? Ich sag's euch. Da noch. Ist irgendwer, der schaut aus wie ein Pirat. What is it? Das ist das Ding. Nein, die ist wichtig, das ist ein NPC. Red mit dir. Wie heißt die nochmal? Verdammt, oh fuck. Das ist ein Mistkerl. Wie heißt die nochmal? Irgendwas mit M, verdammt. Ich hab den Namen gerade gesagt, aber der war mal zu verwirrend. Ja.
Irgendwas mit M, warte mal. Königsgroßschwert. Wo hast du das herbekommen? Ja, ich bin dort, wo dieser schmale Weg ist, da ist ja diese Leiche. Ja. Da bin ich da reingegangen und da ist ja so ein komischer Ritter oder sowas mit einer Armbrust. Ja, ja, die. Achso, der hat das droppt, okay. Ja. So, wie kann ich dieses. Boah, jetzt weiß ich, was wir mit explodierenden Faust machen. Ist voll geil, gell? So, ich frage mich gerade, wo ich da bitte lang gehe. Also, ich gehe jetzt, glaube ich, wieder zurück. Aber die Alte, mit der habe ich jetzt nur quatschen können, mehr war nicht. Ja, ja, aber sie hilft dir beim Bosskampf. Das meine ich halt. Sie ist einer von den NPCs, wo du den Boss besiegen musst mit dir. Oh, fuck me, nee, Dinger, ne? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie ich wieder zum Lagerfeuer zurückkomme. Wow, wow, wo kommt der große Herr da? Mistkerl! Ach schon. Naja, ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie ich da wieder zurückkomme. Hab ich Glück, dass dieser große eher Ur-Noob ist, Alter. Ich komme nicht mehr wieder zum Lagerfeuer zurück. Ah, da gibt's keinen Weg zurück. Arschloch, Alter, der hat die Dinge kaputt gemacht. Dann gehen wir weiter voraus. Große Machete, Alter. Herz, ich krieg die ganzen Alter, wieso bekommst du die ganze Zeit die Drops, ey? Ich bekomme nichts von den Gegnern. Scheiße, Mann. Wo ist der Große überhaupt herkommen, Alter? Hast du die ganze Zeit da geschaut, Alter? Der Wichser, ey. Ich komm nicht mehr zum Lagerfeuer. Na. Sicher kommst du zum Lagerfeuer. Kannst du nicht über die Wände rennen? Nee, kommst du da wieder nicht drauf? Ja, oh ja, da gibt's ja eine Leiter rauf. Ja, aber du kannst ja nicht mehr durch die Fenster durch. Da ist eine Anhebung. Nein, nein, da ist ja eine andere Leiter. Ja, da gehst du rauf. Da ist ja die Erhöhung, wo der Ritter davor gestanden ist. Genau, aber da ist ja... Ja, aber kann man da nicht drüber wieder irgendwie? Na. Na, nope, nope, nope. Und unten ist die Alte, oder was? Oder wo ist sie? Ja, die ist da in diesem Turm, wo diese Stahltür, da sind lauter Fässer davor. Rollst dich einfach mal durch und dann kannst du da rein. Ah, ich weiß nicht, wo ich jetzt lang soll. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal den Weg da entlang. Scheiße, Alter, die ist bei mir, glaube ich. Da ist eine Kiste. Yay! Yeah! Was steht da drin? Was steht da drin? Was steht da drin? Es leuchtet, es leuchtet, es leuchtet. Uralter Dreckschlüssel, Alter. Komm schon, da muss man weiter. Oha, wie viele von diesen Rittern kommen da? Fünf Stück oder was? Das ist ja hart, Alter. Also ja, keine Ahnung, wo diese Dinger ist, aber egal. Scheiß auf die Leute, die bringen wahrscheinlich hier nichts. Ah, ich bin killed, man. Es waren einfach zu viele auf einmal. Ich schau mir mal an, wie diese Schwerter ausschauen, ob die cool sind, Alter. Große Machete. Was ist das? Lass mich verarschen, das schaut ja Ur-Bullshit aus, oder? Die kann ich aber tragen, Alter. Dann müsste ich die zweite. Wäre das gar nicht so schlecht, das blockt ziemlich gut schon, ha? Huh? Das Schild? Ja? Ja, ja, das Schild ist 100% psychischer Ding. Achso, ich dachte, das ist nicht so gut, weil das so ein kleines Ding ist. Nein, nein, das ist sehr gut. Im Prinzip. Im Prinzip. Hey, jetzt ist die Alte wieder weg. Also, ich habe vorhin mit ihr geredet gehabt, aber jetzt ist weg. Dämonengroßhammer. Mach dir tot! Was habe ich noch gefunden vorher? Genau, Königsgroßschwert oder sowas. Wishes, wishes, ey. Hab's doch noch vorher geerbt. Königsgroßschwert kann nicht gedingst werden. Schaut das. Das schaut aus wie der Zweihänder oder was geht, Alter. Das waren urkreativ in dem Spiel. Ja. Ne, Zweihänder gibt's auch, aber der Zweihänder ist scheiße jetzt. Toll. Spacken, Alter.
Und also wo ist die alte Urschel jetzt? Ich gehe da durchs Fenster rein und hier ist gar nichts. Ich gehe runter, hier ist gar nichts. Ich gehe da raus, da ist nur die Kiste. Ich gehe da rauf. Und da ist irgendwann eine Frau da. Scheiß LB-Taste. Boah, ich muss hier weg, Alter. Das ist ein Wahnsinn mit der Taste. Und ich bin tot. Oh, nach dem Scheiß hier bestelle ich mir gleich einen neuen Controller. Ja, gehen wir kaufen. Willst du deinen kaufen gehen? Achso, das hast du mit Barris gemeint, Alter. Ja, voll. Da. Marion, wir gehen. Wenn du dann Baumax gehst, gehen wir. Ich brauche einen neuen Controller. Ach, das bockt nicht, Alter. Ich kann mein Schild nicht mehr richtig verwenden. Was ist mit dir? Bist du eine. Das ist ein Kerl, oder? Bist du eine Frau, oder? Das ist eine Scheiße. Das ist auch keine Frau, oder? Das ist eine Frau, oder? Kein Scheiß, oder? Ja, das ist nur eine Maske, was die aufhat. Aber du hast auch keine Brüste. Tja. Tan, tan, tan. Hehe, ihr seid recht eigen, Alter. Was mit dir, Alter, du schieres Stück. Man nennt mich Lukatil. Gibt's ah, Lukatil, PS4-Controller genau. Schon? Gibt's PS4-Controller schon für Land, PC? Was? Shadow. Was? Du bist der PS-Typ. Gibt's PS4-Controller schon für PC? Oder? Nee, aber du kannst ihn anschließen, habe ich gehört. Was ist anschließen? Ich hab. Achso, ja, USB-Kabel hätte ich schon. Ich was? Weiß nicht. Ich habe gehört, das erkennt es. Und nur du kannst glaube ich das Pad nicht benutzen, ne? Ja, dann ist es ja unnötig. Ach so! Was meinst du? Das Touchpad. Also das verwende ich meine PS4-Controller. Ja, ich finde die PS4-Controller ist für mich persönlich der bessere Controller. Ah, ich bin. Naja, ich komme mit den Schultertasten nicht so zurecht wie auf die Xbox-Controller. Das ist echt. Ich komme einfach mit der Xbox-Ding nicht zurecht, irgendwie. Ich weiß nicht. Ist echt komisch. Ich komme einfach nicht damit zurecht. Weil die Knöpfe sind zu hart. Oh, der feine Herr, Alter. Mit dem empfindlichen Finger. Alter, ich habe Ochsenfinger, aber trotzdem. Ich mag das nicht so. Als ich, wenn man die ganze Zeit PS3 spielt und die Knöpfe flutschen nur so. Flutschen. Ach du Fotze, Alter. Wow. Ist der fucking Fässer? Welcher Trottel hat die da hingestellt, oder? Nicht sowas macht sie, oder? Wow! Hautspiegel da oben. Was ist für eine Abkürzung, oder? Was redet da? Goldharz. Das ist eine Abkürzung, oder? Das ist keine Abkürzung, ich kann da runterspringen und sterben, oder was redet er? Die Bosse können aber auch auf die Fässer draufhauen und dann explodieren, oder? Die Bosse sind. Also die Mobs, ist ja wohl. Ja, die können. Doch, Alter. Andi hat halt Glück, der hat die Ding freigeschaltet, den Schmied. Der braucht nur dafür aber ein Ding Blut. Wie beim ersten Teil nur eine, aber das ist nicht wie beim ersten halt, dass man zig davon braucht, sondern nur eine halt. Naja. Was für ein Schmied oder was redest du? Schmied, ja, das kommt später, du warst noch nicht dort. Andi hat ihn schon gesehen, mit ganz vielen Schatzkisten. Und was muss ich da machen? Also warum ist das so special oder was? Ja, du musst die Wand mit so einer Fassbombe kaputt machen. Deswegen ist sie special. Und das funktioniert nicht immer. Andi hat halt Glück, dass es beim ersten Mal funktioniert hat auf einmal. Was heißt beim ersten Mal? Was? Ja, das mit der Fassbombe gegen die Wand. Achso, das runter. Ich hab einfach nur dagegen getreten und die ist ja runtergeknallt. Du hast halt Glück. Oh, da ist ein Fass, was runterrollt. Ja, meine ich ja. Oh, es ist nicht gedingst, Alter. Ich hau drauf. Alter. Explodiert, gell? Ja. Andi hat halt Glück. Das, weil ich schwarz bin, oder was? Ja, weil du schwarz bist, Alter. Was ist das für eine geile... Ja, du weißt aber schon, dass wenn das da runterrollt, ich einfach jetzt draufgehaut habe und trotzdem explodiert ist und diese Wand ist trotzdem kaputt. Da ist jetzt ein Lagerfeuer. Ja. Kannst du ja, aber bei mir hat das Vieh das Ding kaputt gemacht. Den Fass, sag mal so. Du fucking Arschloch.
Der hat meine Schatzkiste kaputt gemacht. Diese Ratte. Oh, viel Shit hier drin. Was geht hier? Scheiße. Gegenstand neben große Titanitscheibe. Blech. Gib mir was Gescheites, Anna. Titanitscheibe. Oh, eine Nebelwand. Eisenpfeil. Oh, was ist das für eine Glocke gewesen? Was ist das für eine Glocke gewesen? Schwerer Bolzen. Was kann ich bei dem Schmied noch machen? Nur Waffen upgraden, oder? Bei dem kannst du die verzaubern lassen. Okay. Der ist sehr spezial. Also der erste Schmied, der kann die Waffen ganz normal auf Level 10 bringen. Der zweite Schmied macht dafür Verzauberungen. Was ist das für Quatsch? Warum bin ich da in einen Bossraum reingegangen? Das sind drei Bosse. Ja, Sentinels Camp. Viel Spaß. Ja, die hupfen aber rauf. Geh da nicht runter, bleib oben. Und kill den ersten oben. Ich bin gerade fertig mit den Schweiß-Sentinels. Oh. Komm ich da weiter? Ja, der oder? Typ ist gerade runtergesprungen. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, oder? Weil ja. Das ist alle drei unten. Die werden dir jetzt. Oh, nein, der ist wieder raufgesprungen. Erster, was geht? Was geht, ne? Ja, ich kann das Tor bei den Hunden nicht kaputt machen oder aufmachen. Warum nicht? Die Hebel sind auf der anderen Seite, oder was? Ja. Muss ich da anderen Weg gehen, oder was? Ja, es gibt mehrere Wege hier. Die sind eigentlich falsch rum. Also, den Boss hätten wir nicht besiegen können am Anfang. So, und. Warte mal kurz, jetzt. Den Boss hätten wir nicht besiegen können, normalerweise, okay? Es gibt aber einen anderen Weg durch den mit einem Schiff, dass man hierher kommen kann. Und das ist dann der normale Weg, sag man es mal so. Der Arsch ist raufgesprungen, hat mich runtergekickt, Alter. Er ist raufgesprungen, hat mich getroffen und mich runtergehauen. Ich bin gestorben. Nee. Das ist ja unfair. Das live. Ja, schon, aber was soll ich dann hier noch machen? Wo soll ich hast du die Sandals schon besiegt? Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie ich zu denen hinkomme. Ja, weil du sagst, du erklärst Andi das und dann sagst du. Ja, ich weil ich nicht, schon alles gesehen habe. Wie hast du es gesehen? Ja, YouTube, oder? Oh, Alter, Mann. Du hast dir das spoilern lassen alles. Ja, nicht alles, aber natürlich schaue ich mal was an, das ist mir doch wurscht, Alter. Ich gehe jetzt nicht in die Dark Souls rein und denke, urgeil, da kommen drei Bobs, Alter, weil es mir ziemlich wurscht ist, ob da jetzt drei kommen oder vier oder was auch immer, das ist mir egal. Okay. Nur ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, weil beim Schmied die eine ist verschlossen. Ja, du musst einfach zurück, da sind doch diese Ritter. Wo du dein Schwert bekommen hast, glaube ich. Ach so, wo ich da runter gehe. Königsritter oder wie die Scheiße heißen. Boss ist runter. Boss nicht Gegner ist runter droppt und gestorben. Ist auch Mongo. So, nächster Versuch. Mit der Explosionsfassbombe. Bitte jetzt. Geh kaputt. Nein! Alter. Dämmerungskraut. Ja, fuck. Die ist gut. Das ist, damit du Magie wieder zurückbekommst. So, dann gehe ich jetzt in den Raum rein, wo ich die eine. Nein, warte, ich kann darüber gehen auch. Nein, fass. Hör auf damit. Oh, schau, ich kann darüber gehen. Also, Mensch. Diese Scheißleiche von dem Hund. Das versperrt mir den Weg. Oh Gott. Diese Hund-Ding. Okay, das ist eine Tür, die manchmal auf. Ah nein, Alter. Bitte, jetzt hör auf, was. Bitte. Oh, da kommen mir kleine Kinder in Rüstungen entgegen, oder was geht? Keine Kinder. Kleine Kinder mit Rüstung? Was? Wovon redest du, Mann? Ja, ich weiß nicht, ich bin da gerade in so eine Tür reingegangen. Oh, ich bin gerade gestorben, Alter. Die kleinen Kinder haben mich umgebracht, Alter. Alter, es gibt keine. Nein, nicht sicher, Alter. Das sind irgendwelche kleine Mormonen oder irgendeine Scheiße, oder was weiß ich.
Sind das Mumien? Nein, so kleine Wichser in der Rüstung, Alter, mit so einem Stabball in der Hand. Stabball in der Hand. Wenn ich da jetzt, wenn ich da zurückgehe und den Fetten besiege, kann ich da ja über die Wand rüberrennen, auf die andere Seite, und da kann ich eine Tür aufmachen. Ja. Und da kommen so kleine Pisser entgegen, Alter. Ja, das sind Ritter und kleine Jungs. Nein, scheiße, sind das Ritter, Alter. Das sind keine schiere Kinder, Alter. Oh Gott, ist doch mir egal. Das sind halt kleine Jungs, okay. Keine Faggots-Kinder, Alter. Nur weil sie keine Freunde haben, gehen sie auf mich los, Alter. So, dann hab ich Pfeile da. Scheißviecher, Alter. Ich schaff's nicht mit dem Pfad. Okay, wie... Kann man mit dem Schild ganz zufälligerweise Gegner parieren, oder ist das ein Schild, ja, der schlägt? Ja, mit dem Schild kannst du parieren, das ist der Vorteil. Ach, das ist gut. Das werde ich jetzt langsam brauchen, bevor ich aus. Wie schieße ich jetzt mit dem Bogen? Ah, ich sehe schon. Digga, Alter! Nein, oder? Mistkerl. Also die Bosse waren weniger Problem als dieser Bastard von einem... Okay, wow. Shit. Nein, nein! Fuck! Was ist? Ich hab vorhin eine Tür aufgemacht, da ist aber ein Abgrund hinter der Tür. Und jetzt hab ich die offene Tür gesehen, bin einfach drauf zugerannt. Genau. Das ist mir auch passiert. Nee. Macht nix aus, oder? Hentai Warrior 69 ist gerade voll erwischt mit Bär, mit so Jump'n'Roll in Abgrund. Das Problem ist, ich habe jetzt alle meine Seelen verloren, weil ich habe beim Boss vorhin welche liegen lassen. Die sind jetzt alle futsch. Hm? Das waren doch nicht so viele, oder? Ja, nicht so viele. Ich bin am Anfang vom Spiel. Jede Seele ist eine Million wert. Alter, ich habe 100.000 Seelen bei mir. Das ist ja nix. Komm her zu mir. Nicht schlagen, nicht schlagen, du Wichser, komm her. Scheiße, Mann. Ach, wenn du wüsstest, oder ich mach grad so Thomas-Style, oder ich. So, scheiß drauf, oder ich hab keine Lust mehr. Gehen wir die kleinen Kinder da slayen, oder? Glaubst du, ihr seid lustig, weil ihr in der Gruppe kommt, oder? Huh? Seid ihr, oder? Schau, ich kann da mit Bogen reinschießen und du weißt es nicht mal, oder? Das sieht's nicht mal, ich wetz jetzt. So, dritter Versuch mit der Fassbombe. So, los, bitte. Wasser. Nein, nicht nach links, nicht nach links! Schon wieder links! Wieder links. Das rollt zu den Hunden, Alter! Nein, es kommt doch da, es hängt doch davon ab, wie du dagegen rennst, oder? Meine, wie ich gegen meinen Fastkrant bin, ist es rechts, fast sogar unten rechts gegen die Mauer gedroppt und dann einfach vor der Mauer liegen geblieben und dann habe ich drauf gehört und beim Pam! Oh. Ja, meine ist deppert, ey. Deppert, ey. So. Ich bring jetzt der Fast um, oder? Jetzt habe ich's, jetzt warte mal. Jetzt eine Feuerbombe. Ich will nicht in die Luft gehen. Ich schmeiß lieber eine Feuerbombe jetzt. Ja, Feuerbombe. Oh man, come on. Genau, sehr gut. Was bekommt man eigentlich da bitte für viele Gegenstände? Stärkt vorübergehend Giftresistenz. Okay. Zauberurne explodiert und richtet Magie-Schaden an.
Latsch, Titanit. Titi? Titi Kaka? Mhm. Girl, Titi Kaka. Oh, wieso kommen da so viele von diesen Zombies an? Steh mal auf, Digga, ich will mal die fette Kiste haben. Das ist Wahnsinn, Alter. So, ja. Was ist da drin? Twinkling Titanite. So, ab nochmal Jula. Jetzt muss ich mal. Was für ein Level habt ihr denn? Circa. Keine Ahnung, aber ich werde jetzt nicht. 32 bin ich, aber ich werde, glaube ich, jetzt dann gleich aufgehen. 34. Okay. Königsschwertkämpfer Garmischen. So, suchen wir das Ganze da bei dem Boss nochmal. Verdammt, wieso ich meine Seelen dort verlieren müssen. Nein. Er hat mich runtergekickt, Alter. Ja, wurscht, ich werde jetzt auslangen, weil sonst komme ich wirklich nicht weiter. Okay, Leute, ich muss kurz AK. Viel Spaß. Jo. Okay, das schaffe ich nie im Leben, die auf einmal zu kämpfen. Jetzt ist da noch ein dritter. Scheiße, Mann, Alter. Warpack, los. Warpack. Können sich die gegenseitig killen? Oh, der kann jumpen. Okay, da bin ich da. Aber das gibt's ja nicht, jetzt killt mich sogar schon dieser fette Mumie, die urscheiße langsam ist, oder? So, jetzt log jetzt wirklich aus. So, wieder da. Hoppala, so, was macht ihr? Nothing. Und ich muss noch irgendwann dieses Space öffnen, aber das kann ich eh immer machen. Was Sandy schon gemacht hat. Wo ich diesen 4000 Seelenstein oder so kaufen muss. Wieso sind die kleinen Gegner so viel nerviger als die Bosse? Ja, aber das war bei Dark Souls immer so eigentlich. Die Kleinen sind nasty. Ich meine, da kommen diesmal 5, 6 Stück auf einmal, das ist ja Wahnsinn. Ja, du musst die einzelnen rauspullen, du kannst auch von einem Fenster die wegschneiden. Wer macht das schon? Einen wenigstens, dass du ein bisschen Platz hast. Weil 5 auf einmal ist echt schwer, ich weiß.
Charge Titanite. So, meine Waffe ist jetzt plus 7, das ist ja mal sehr gut. Okay. Meine Waffe ist nicht mal plus 1, aber sauber, gell? So, was haben wir hier? Das ist Magic. Snuggles. Titanite Shots. Ob ich die upgraden soll? Die Magie vielleicht. Oh Mann. Oh Mann. Der hat ein Würstchen gekickt. Das ist vielleicht nicht schlecht, ja. Ja, ich mach mal so. Da hat die mehr Magie. Das ist mein Magieschild und das ist mein Schutzschild. So. Ich mach das mal so, zack, durchgespielt, fertig. Jawohl, du schaffst immer wieder. Ich weiß, gell? So, oh, diesmal lass mich hoffentlich nicht von einem von denen runterkicken. Naja, Abgründe habe ich schon im Einzelteil gekauft, oder? Da bin ich jedes Mal runtergefahren, überall. Like a Baus. Like a Baus. Das gehört, das war ein. Das war's in der Tat. Der wieder runterjumpt. Ja, cool war. Komm rauf, Junge. Das Problem ist, der jumpt drauf und der haut ja gleich her, wenn er raufjumpt. Der Sentinel? Ja, Ruinenwächter halt. Ja, ja. Der erste ist down, jetzt muss ich mich nur in die Ecke stellen und warten, bis der zweite kommt und hoffen, dass der mich nicht irgendwie trifft. Durch den Boden, Alter. Er steht im Eck, Alter. Na, die sind fies, die jumpen da rauf und wenn du nicht vorbereitet bist, gibt's gleich Fett auf die Schnauze. Was? Da ist gleich einer von denen. Oh toll, der zweite kommt mit drauf, weil er Bock hat. Ja. Aber einer ist gerade runtergestürzt, solange die immer wieder. Ah Blödsinn, das ist gefährlich, wenn die runterstürzen. Anal Duschbag. Erst aber Andi, warum gehst du nicht zum Beispiel zum Libro und kaufst dir da Xbox 360 Controller? Ist ja einer bei dir in der Nähe. Oh, chill mal. Die sind echt scheiß schwer, die Gegner. Alter. Keine Ahnung, wie ich gegen die vorgehen soll. Ich glaube, das war das einzig lustige an Dark Souls, Alter. Dieses Urschwere an Gegnern, Alter. Aber so viel auf einmal gleich am Anfang vom Spiel. Jo, mei, Alter. Ja, weil ihr eigentlich nicht hier weitermachen solltet, am besten. Ach so, sehr gut. Ja, ich hab's euch gesagt, das ist noch nicht der Weg ist eigentlich. Ich hab so Angst, Alter! Oh, wieso hat er mich erwischt? Nein, schnell. Oh nein! Ja, ich lass jetzt gut sein. Ich brauch eine Pause. Da habe ich jetzt genug Seelen liegen lassen. Währenddessen kann ich das ja mal testen, ob der PS4-Controller geht.